Christoph, herzlich willkommen in der Sendung. Ja, wir wollen ja heute mal in unserem, ich nenne es einfach mal Quick-Tipp, über das Immunsystem sprechen, aus deiner Sicht. Meine Fragen von mir an dich als Arzt. Ich würde mal dich bitten, trotzdem, dass du vielleicht den Zuschauern dich einfach mal vorstellst. Du bist jetzt dann doch ein neuer Charakter in der Gemeinschaft auf dem Kanal. Erzähl uns doch vielleicht einfach mal so deinen Werdegang. Wie bist du denn zur Medizin gekommen? Und Medizin ist ja ein weites Feld, ja, zu Humanmedizin. Und dass du, ja, zum Status quo eben, dass du gesagt hast, okay, ich möchte eben in diesem System als Arzt arbeiten. Wie kamst du dazu? Wo kommst du her? Wo geht deine Reise hin? Erstmal hallo Bernd, hallo liebe Anhänger von Bernd, liebe Follower. Ja, schön, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, hier mit dir dieses Gespräch zu führen. Ich bin Christoph Geier, ich bin jetzt 33 Jahre mittlerweile und seit meinem 16. Lebensjahr im medizinischen Sektor tätig. Das Ganze ist wirklich eine witzige Geschichte. Ich hatte mit 16 den Vollrausch meines Lebens. Und ich hatte Silvester auch ungefähr die größte, bescheuertste Sache gemacht, was man halt so macht, wenn man 16 ist, ne? Man trinkt und trinkt, bis man nichts mehr weiß und wacht halt dann eines Tages auf, am nächsten Tag im Krankenhaus und denkt sich so, Kacke, irgendwo fehlen da ein paar Stunden dazwischen, ne? Und dann muss man sich wiederholen. Naja, auf jeden Fall, das hat daheim Lob gegeben auf die positive Art und Weise. Auf jeden Fall wurde ich auch von meinem Vater dazu verpflichtet, einen Sanitätskurs bei der Feuerwehr mitzumachen. Und ab dem Moment hat die Medizin mich gehabt. Und wir hatten da die Barbara. Die Barbara war damals in der Feuerwehr meine Mentorin und war Rettungsassistentin, hat nebenbei auch noch Medizin studiert. Und Barbara hat mich für das Feld Medizin absolut begeistert. Und ab dann war klar, es soll in die Medizin gehen bei mir. Es war absolut klar dann. Ich wollte davor Architekt werden, hatte familiäre Gründe, aber das war dann einfach wie weggewischt. Also ging dann Richtung Medizin. Ich habe angefangen mit einem Schnitt von 1,9 erstmal zu warten, habe dann die Rettungsassistentenausbildung gemacht, bin 7, 8, 9 Jahre im Rettungsdienst gefahren, habe dann nebenbei noch meinen Heilpraktiker gemacht an einer Schule in München, Vollzeit, ne? Also das heißt, ich bin 5 Tage die Woche von 8 bis 13 Uhr in die Schule gegangen, wie jeder Schüler, habe nachmittags gearbeitet, um mir das Geld zu verdienen und habe dann im Jahre 2015 meinen eigenen Medizinstudienplatz bekommen in Erlangen. Und ja, jetzt sind 7 Jahre in Erlangen wieder rum, jetzt bin ich seit diesem Jahr und freue mich riesig darüber. Und das ist mein Weg und die Reise, wo sie hin soll, sie gehen. Ich werde primär erstmal als Pathologe arbeiten. Ne? Man muss auch Geld verdienen. Das weißt du auch, Bernd. Ne? Jeder muss immer irgendwo Geld verdienen, weil man seine Rechnungen zahlen möchte. Aber was mir persönlich am Herzen liegt, ich habe eine eigene Praxis schon seit vielen, vielen Jahren als Heilpraktiker gehabt. Die möchte ich auch weiterführen. Und diese Praxis beschäftigt sich sehr, sehr viel mit präventive und regenerative Medizin. Und das ist genau unser Thema heute, ne? Weil Prävention, Regeneration, das ist etwas, was uns immer und immer wieder betrifft. Du hast es auch in deinen letzten Kaffeenachmittagen mit Bernd sehr schön immer beschrieben, ne? Das ist das, was wir alle brauchen, ne? Das ist das, was uns am Leben hält, ne? Das ist das, was diesen Organismus, diesen wunderbaren menschlichen Körper immer und immer wieder erneuert und mich fasziniert dieses System. Ich sag's da, es gibt so viele super geniale Stellschrauben von dem absolut materiellen angefangen, was wir in uns reinschieben an Essen, ne, morgens schon, ob wir Cola, Wasser trinken, wie auch immer. Und dann natürlich auch, wie wir uns bewegen, wie ist unsere Körperhaltung, was machen wir für einen Sport, machen wir überhaupt Sport oder sind wir eher so, sag ich mal, der Minimalist in diesem Bereich? Und das geht ja noch viel, viel weiter. Also das geht ja dann über die Psychologie, ne? Das Denken, über sich weiterentwickeln, lernen, den Geist fordern, fördern. Also das ist ein wunderschönes, wunderschönes, ganzheitliches Konzept und ich kann es jedem nur empfehlen, sich da ein bisschen damit zu beschäftigen, weil das wird euer Leben, ne? Wahnsinnig bereichern. Mein Motto ist es, gesund und fit durchs Leben zu gehen, ne? Das ist mein Hauptmotto. Und es ist nicht immer leicht, das bestreite ich gar nicht. Ne? Das ist wirklich eine Sache, wo man sagen muss,
Boah, hey, der innere Schweinehund, den muss man dann manchmal rausboxen oder sich aufraffen und sagen, boah, laufen gehen heute oder eine Stunde spazieren gehen oder 10 Minuten. Ach, ich nehme jetzt lieber einen Aufzug, bevor ich die 3 Stockwerke hochlaufe. Ne? Ja, das geht mir auch manchmal so. Ne? Aber das ist ja auch nicht schlimm, das darf man auch mal machen. Ne? Aber zwischendurch sollte man auch mal wieder sagen, so, und jetzt die meiste Zeit im Jahr tue ich mir was Gutes, aber ab und an, wenn der Akku leer ist, muss ich halt erstmal wieder regenerieren, bevor ich wieder was Gutes tun kann. Schön zusammengefasst, wunderschön. Also dein Motto ist sozusagen dann stark bis zum Sarg, ne? Richtig, richtig. Das ist genau das, wo ich sage, wir können alle 150 werden, aber es macht nur Spaß, 125 zu werden, wenn ich auch fit 125 werde. Ja, Ne? Also nett ab 80 im Bett. es hilft ja nichts, wenn ich 35 bin und die nächsten 50 Jahre dann vor mich hin verwese. Ja. Ich möchte noch einmal kurz einhaken, weil du eben gesagt hast, du hattest deine Heilpraktikerpraxis, möchtest die weiterbehalten. Du bist jetzt natürlich Arzt, nicht, dass das bei den Zuschauern oder Zuhörern jetzt für Verwirrung sorgt. Also nur als Randnotiz, wer dann Arzt ist in Deutschland, der kann nicht gleichzeitig noch als Heilpraktiker arbeiten. Aber Christoph will natürlich diese bestehende Praxis quasi dann erweitern, was ihm natürlich viel mehr dann Behandlungsspektrum auch ermöglicht, nur falls das jetzt zu Verwirrungen kam. Ja, du hast es ja wunderschön dann schon zusammengefasst, also sag ich mal, dein Curriculum vitae, dein Lebenslauf und auch hingeführt schon zu unserem heutigen Thema. Wir wollen ja über das Immunsystem sprechen. Jetzt ist ja, wie du schon gesagt hast, als Mediziner hat man natürlich ein ganz anderes, ja, was heißt anderes, aber ein viel tieferes Einblick in die Thematik. Wenn du jetzt uns mal erklären könntest, den Zuschauern, Zuhörern, was dann ein Immunsystem überhaupt ist, vielleicht so, dass man es auch für die, die jetzt keinen medizinischen Hintergrund, gleich welcher Couleur haben, auch durchdringen können. Was ist denn überhaupt ein Immunsystem? Meine Frage an dich und warum ist das dann als erweiterte Fragenzusatz denn auch so wichtig, nicht nur in der aktuellen Situation? Ja, das Immunsystem, einfach erklärt, muss man ganz ehrlich sagen, ist es nicht möglich zu sagen, ja, das ist das Immunsystem. Ich versuche es wirklich möglichst laienhaft zu erklären. Es gibt da, ach Gott, das war Kinderzeichentrickserie aus den 60er, 70er, ja, ich glaube, irgendwie Das ist Leben oder so hieß Es die. Muss man war nochmal nachschauen, wie einmal, die ja, hieß. genau. Aber die ist sehr schön. Ah, es war einmal, genau, es war Ja, einmal, ja. genau. Es ist eine sehr schöne. Gibt es auch einen Teil Immunsystem? Ich versuche es mal auf dieser Ebene so ein bisschen zusammenzufassen. Das Immunsystem ist das System, das eigentlich im Körper immer auf Hochtouren läuft, weil es möchte, dass alle Barrieren nach außen, ne, immer gut intakt sind. Ich verwende bewusst Barrieren. Warum Barrieren? Weil unser Körper hat ein Innen und ein Außen. Ne? Und viele denken immer, das ist innen drin, ne? Das ist ja alles, was man quasi nicht sehen kann. Ja, nicht ganz. Wir fangen einfach mal an. Jetzt weiß ich nicht. Bernd, hast du auch? Es reißt manchmal ein bisschen ab, aber ich höre dich noch. Also jetzt ist noch alles gut. Wenn die Unterbrechung zu groß wäre, dann würde ich sagen, ja. Okay, wunderbar. Wie gesagt, die Barrieren müssen wir mal nochmal ganz kurz definieren. Wir haben Barrieren und zwar ist alles Barriere, was mit der Außen- und Umwelt interagiert. Also außen, das heißt, unser Darm ist auch eine Barriere. Ne? Das muss man einfach nur mal als Beginn mal ganz kurz im Kopf haben, die Barrierefunktion hier gut versteht. Auf jeden Fall, das Immunsystem kann man einteilen oder kann man klassifizieren als den Aufpasser im Körpersystem. Na, so nenne ich ihn jetzt mal, das ist unser Gesundheitsaufpasser. Und der schaut eben, dass egal mit was wir in Kontakt kommen, dass dieser Aufpasser dazulernen kann, na, und zwar im positiven Sinne dazulernen kann. Und natürlich auch, dass alles immer in einer Art Balance, in einem Gleichgewicht ist. Na. Wir haben natürlich in der Medizin ein ganz großes Feld der Autoimmunerkrankungen, wo hier nichts mehr in Balance ist, wo das ganze System, Immunsystem einfach komplett außer Rand und Band ist. Aber um das Thema kümmern wir uns jetzt nicht, weil das ist wirklich ein Spezialgebiet. Die Immunologie, das ist sehr tief, da braucht man viel Verständnis. Da geht es um ganz viele komplizierte immunologische Vorgänge, sei es mit irgendwelchen T-, B-Lymphozyten,
oder Leukozyten oder irgendwelchen Interleukinen, die nicht zusammenpassen. Aber wir wollen wirklich einfach bleiben. Euer Aufpasser ist wichtig, dass die Barriere intakt ist. Und wie kann eine Barriere intakt sein? Die ist dann intakt, wenn ich mich dementsprechend natürlich präventiv immer gut mit mir selbst beschäftige, mich gut auch ernähre. Ne? Das heißt, wie ernährt man sich im Immunsystem so, dass es passt? Da kommen wir später noch kurz dazu. Aber es geht einfach darum, ihr müsst eure Grenzflächen haben. Das heißt, ihr wisst es selber, ne, wenn ihr eine Riesenwunde hier an der Hand habt, ne, weil man sich irgendwo aufstoßen hat, und da kommt ein bisschen der Dreck rein, ne, das entzündet sich unangenehm, das tut lange weh, wird rot, ne, also die klassischen Entzündungszeichen, werden da quasi aufgerufen. Das ist unangenehm, das dauert dann lange, bis es heilt. Wenn aber ich eine gute Barriere habe und ich mache Gartenarbeit, meine Hände sind intakt und die sind nicht verletzt, dann fehlt mir auch nichts. Dann brauche ich auch keine Handschuhe anziehen, sondern dann sind die Hände dreckig. Danach gehe ich ans Waschbecken, wasche mir die, ne, mit Seife, dann ist die Hygiene wiederhergestellt und dann ist das auch kein Thema. Ne. Auch ganz wichtig zu sagen, ich habe ja schon erwähnt, ne, das Immunsystem möchte auch dazu lernen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Auch wenn ich mal irgendwie dreckige Finger habe oder sonst was, klar, den groben Dreck versucht man zu reinigen. Ne, das ist auch ganz wichtig. Ne, allein schon wegen der heutigen Hygiene. Wir wollen ja immer hygienisch auch sein. Mit der Hygiene dürfen wir sie auch nicht übertreiben. Ne? Das heißt, wir müssen nicht die Finger schrubben mit der Bürste, bis sie glänzen, ne? Wie es immer so schön heißt in der Werbung, oder bis der Topf glänzt. Ne? Auch sage ich ja mal, eine gewisse Grundschicht, eine gewisse Fettschicht auf den Händen drauf sein. Das muss nicht immer mit einer Creme passieren, sondern wir fetten uns ja selbst. Der Körper macht das alles selbst. Es ist ein intelligentes System, der hält die Barrieren ja aufrecht. Ne? Und das gilt eben auch einmal für die Barrierehaut, ne, aber auch natürlich für die Barriere-Schleimhaut. In der Schleimhaut haben wir auch Immunsystemzellen. Ne? Also Immunsystem ist nicht nur im Blut, ne, mit diesen weißen Blutkörperchen, sondern Immunsystem zellulär und einmal in flüssige Bestandteile aufteilen. Und diese große Aufteilung ermöglicht es eben, dass diese Bestandteile eigentlich im ganzen Körper ubiquitär ständig. Und das ist das Geniale an diesem System. Das heißt, jede Grenzfläche kann mit dem Immunsystem oder kann Zellen oder Stoffe aus dem Immunsystem quasi heranholen, ne, aktivieren und somit dann potenzielle Erreger, Fremdstoffe frühzeitig erkennen und das Immunsystem und sagen, hey, hier müssen wir mal ganz kurz ein bisschen mehr Leukozyten, sage ich jetzt einmal, und andere weiße Immunzellen produzieren und dahin stecken und und Botenstoffe produzieren, die quasi dieses System aktivieren, dann ist es eben dieser Anteil. Aber wenn alles passt, dann muss man da nichts machen. Dann nimmt man diesen Stoff einfach mit, transportiert ihn ab. Das Immunsystem schaut, ob man den vielleicht schon im Gedächtnis, im Immungedächtnis integriert hat. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, integriert. Neues Element, ne? Fremdartig, Klasse, sage ich jetzt mal, Schadstoffklasse 17a. Ne? Die haben da auch ihre Katalogisierungen. Ne? Das kann man in der heutigen Zeit, weiß man da auch schon sehr, sehr viel mehr, wie viele Gedächtniszellen, welche Gedächtniszellen man hat. Und wie gesagt, das ist ein sehr, sehr intelligentes System, auf das man hier zurückgreifen kann. Und ich möchte jetzt gar nicht tiefer gehen, ne? Aber es ist wichtig, dass man seine Grenzflächen intakt hält. Ne? Und da gehört es einfach auch dazu, ne? Wenn man mal Nase bohrt, ne, und das blutet leicht, dann sollte man nicht weiter bohren und schauen, dass die Blutung noch größer wird, sondern dann sollte man halt, ne, weil dann hat man die Schleimhaut schon leicht beschädigt und dann muss man halt wieder ein bisschen warten, bis das abgeheilt ist. Und wenn es wieder intakt ist, dann ist wieder alles in Ordnung. Es ist genauso wie bei der Wunde hier an der Hand. Intakt, es passt wieder alles und das Immunsystem ist wieder einsatzfähig. Also ich denke, die Schwierigkeit vielleicht beim Thema Immunsystem ist, wie du das jetzt ja schon angerissen hast, dass man eben nicht darauf zeigen kann und sagen, so wie bei einer Leber, das ist die Leber ist so und so groß, die befindet sich an dem und dem Ort und die hat die und die Aufgaben, sofern man eben das von dem aktuellen Stand des Irrtums eben weiß, was ein Organ zum Beispiel alles kann und was nicht, dass das Immunsystem zunächst etwas, ich will nicht sagen ungreifbar ist, aber es ist etwas relativ Abstraktes erstmal und dass man hier vielleicht Einsicht bekommt. Vielleicht kannst du da auch noch mal was dazu sagen in aller Einfachheit.
aus deiner Sicht, wie das ist, dass man eben, du hast es ja schon beschrieben, diese Grenzbarrieren. Grenzbarriere bedeutet ja immer, dass ich eine Interaktion mit etwas pflege. Also das heißt, wenn ich eine Grenze Innen-Außenkörper oder Haut, ich meine, im Grunde habe ich ja vielleicht nur eine Haut, also die Außenhaut, die schlägt sich dann an den Lippen und eben unten am Po dann eben um und wird zur Innenhaut mit Schleimhaut und so weiter und so fort. Aber das heißt ja, ich als Gesamtorganismus Mensch bin ja zwangsläufig oder habe zwangsläufig die Interaktion auch mit meiner Umwelt. Ich nenne das auch gerne Habitat, also meinem Lebensraum. Vielleicht kannst du da noch mal was dazu sagen, wie das funktioniert eben, wenn wir auf die Welt kommen oder wenn wir leben, dass ein Immunsystem auch arbeiten darf oder auch muss, damit es eben in einer bestimmten Umwelt leben kann, dass sich ein Immunsystem vielleicht aufbaut oder auch abbauen kann. Wie kann man sich das einfach vorstellen aus medizinischer Sicht denn? Das ist eine gute Frage. Da muss man nämlich jetzt auf zwei Aspekte hinweisen. Zum einen haben wir ein angeborenes Immunsystem, mit dem wir bereits auf die Welt kommen. Na? Und dieses Immunsystem gibt uns die Möglichkeit, dass wir vor einem großen Teil der Habitatkeime, wie du so schön erwähnt hast, ne? Also unserer Umweltkeime, die im nächsten Umfeld um unser Baby herum kräuchen und fleuchen, sage ich jetzt mal so schön, dass es mit diesen Keimen klarkommt. Ne? Das sorgt auch die Mutter dafür, durch den Stillprozess eben noch, dass diese dementsprechend Immunglobuline, also diese Antikörper, auch immer wieder aufgefüllt werden, weil die mit der Mutter weitergegeben werden können, um so quasi diesen Art Nestschutz erstmal abzudecken. Aber es ist auch, wie du schon erwähnt hast, ganz, ganz wichtig, dass das Kind mit den Habitat, die es in der Umwelt. Ne? Wenn das in ein Einfamilienhaus der Eltern mit einzieht, dann ist es auch ganz, ganz wichtig, dass das Kind dort eben die Keime alle kennenlernt. Und Kinder lernen Keime am besten eben kennen am Anfang, dass man sie in die Mundschleimhaut steckt. Ne? Weil die Mundschleimhaut ein wahnsinnig aktives Immunsystem ist. Jeder kennt die sogenannten Mandeln hinten, ne? Diese Rachenmandeln, wo jeder immer schaut, sind die entzündet oder sind sie nicht entzündet. Ne? Aber das ist nur ein kleiner Aspekt. Diesen Mandeln. Wir haben da hinten diesen Ring, ne, diesen sogenannten Valdaierschen Rachenring. Ne, den wirst du auch aus deiner Ausbildung noch kennen. Da gehören sehr, sehr viele Immunzellen dazu, also vor allem Lymphorgane oder Lymphknoten oder Tonsillen, wie sie so schön heißen in dem Bereich. Und die sorgen eben dafür, dass man relativ schnell mit diesen Keimen, wenn man jetzt so einen Lego-Baustein mal in den Mund steckt als Baby oder die Rassel, ne, oder die eigene Hand, wenn man vorher mit der eigenen Hand an Omas Gesicht entlang geschrappt ist, ne, und das dann von Oma mal schaut, na, was für Keime habe ich denn da und was kann unser Immunsystem jetzt aus diesen Keimen, die Oma und Opa jetzt gerade mitbringen, weil sie auf Besuch sind, lernen? Was kann man da dazu geben, ne? Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, durch den die Kinder durch müssen. Und da kann es auch durchaus mal vorkommen, dass ein Kind krank wird dabei, ne? Fieber und krank werden und dann mal hohe Temperaturen entwickeln, ist ja bis zu einem gewissen Bereich nicht unbedingt ja, schädlich, sage ich jetzt mal, sondern das ist ein Prozess, in dem der Körper ja auch dazu lernt. Ne? Das Immunsystem lernt dazu, es lernt sich quasi zu stärken. Ne? Natürlich ist eine gewisse medizinische Indikation mit gewissen Maßnahmen dann gegeben, wenn das Kind zu wenig Flüssigkeit hat, das Fieber zu lange dauert, zu hoch ist, das Kind nicht mehr richtig bei Bewusstsein ist. Das stellen wir außer Frage. Ne? Aber wir reden jetzt von einem gesunden Kind, ne? Was auf die Welt gekommen ist, was normale Entwicklungen durchmacht, immer Stück für Stück für Stück. Und da ist es auch ganz wichtig, dass die eben mit diesem Immunsystem und mit dieser Umwelt, mit diesen Habitatkeimen in Verbindung treten, weil dieses erworbene Immunsystem, ne, der zweite Teil, wie vorher das angeborene, haben wir auch das erworbene Immunsystem und dieses erworbene Immunsystem muss natürlich lernen, ne? Das hat er ja nicht von Anfang an die universelle Blaupause dabei. Es lernt eben dazu, mit allem Möglichen sich anzupassen. Das ist das Schöne an diesem wunderbaren Körper. Wir können, egal wo wir hingehen, wir können uns anpassen. Wir sind anpassungsfähig und das Geschenk
in meinen Augen, dass wir diese Möglichkeit überhaupt haben, dass wir uns anpassen können, weil durch diese Möglichkeit ist es natürlich uns möglich, auch uns an neue Gegebenheiten anzupassen und immunkompetent zu werden. Ja, mir gefällt sehr schön, dass du das Wort Lernen gebraucht hast, denn das zeigt ja auch, oder korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dass wenn ich Immunsystem bedeutet dann auch, dass ich irgendwann, du hast das Beispiel ja des Babys genommen, das jetzt in der oralen Phase dann Dinge einfach in den Mund steckt, vielleicht einfach auch als aus ja, angeborenen natürlichen Prozess oder Verhalten, dass ich sage, ich führe etwas von außen, da haben wir wieder diese Interaktion mit meiner Umwelt zu, um eben, ich sag mal in Anführungszeichen davon zu kosten, um zu gucken, was ist das, wie kann ich damit umgehen und oder nicht. Und ich sage mal, die Keime hier in Mitteleuropa sind ja vielleicht andere als in Asien oder in Südamerika oder so. Also es ist natürlich auch immer abhängig von dem Ort, an dem ich aufwachse und oder an dem ich mich eben gerade befinde. Du hast gesagt, wir können uns darauf eben, wir können daran ad darauf adaptieren, also uns lernen, daran anzupassen. Und ich stelle es mir so vor wie eine Sprache. Das heißt, wenn ich jetzt Italienisch oder irgendwas lerne, dann kann ich das nicht, wenn ich kein Supergenie bin, von heute auf morgen fließend sprechen, sondern ich fange mit einem Wort an, was bedeutet Apfel, ja, und dann lerne ich das eben und dann Stück für Stück probiere ich das eben, komme in die Interaktion der Menschen und so lerne ich dann hinzu. Also viele haben ja immer diese furchtbare, im wahrsten Sinne furchtbare Angst auch davor, und halten sich eben fern von allem Neuen, aus Angst eben, das Immunsystem würde damit nicht fertig werden. Was sagst du dazu? Also was ist aus deiner Sicht denn eine intelligente Herangehensweise, um grundsätzlich gesprochen ein Immunsystem zu fördern und auch zu fordern vielleicht? Also grundsätzliche Herangehensweise ist immer schwierig, weil wir sind alle Individuen. Das heißt, man muss das für den jeweiligen Patienten, für den jeweiligen Interessenten, wie man das macht, natürlich immer so ein bisschen individuell auch beraten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir Mediziner in den Kliniken nicht immer gerecht werden können, weil wir haben Vorgaben, wir müssen mit Krankenkassen argumentieren und wir haben natürlich auch eine hohe Last hier abzuarbeiten. Das ist das Schöne, was man in der Privatarztpraxis ja mehr leisten kann. Deswegen sind da natürlich auch die Preise ein bisschen anders, ne? Ist aber die Leistung dann dementsprechend auch höher, weil eben die Möglichkeit besteht, dass ich mir für den Patienten mehr Zeit nehmen kann und jetzt eben auch hier sagen kann, okay, was hat derjenige Patient für eine Ausgangslage? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Zum einen, um zu sagen, ist jetzt der Patient eher jemand, der schon gesund sich ernährt, ne? Also ich nehme jetzt mal dich als Beispiel. Du ernährst dich gesund, was ich so mitbekomme, durch unsere Bekanntschaft, Freundschaft, die wir ja so seit den letzten, ja, 5 Jahren auch schon sehr intensiv auch pflegen, sehr zu meiner Freude, ne? Und du machst sehr, sehr viel Sport, du bist im Kraftbereich unterwegs, du bist hervorragend definiert. Das sind natürlich alles. Da müssen wir dann natürlich nett ansetzen bei den Basics, dass man sagt, na ja, jetzt schau mal her, pass mal auf. Erstmal müssen wir schauen, dass du deinen gut regulierst, weil das ist Regeneration, ne? Dann müssen wir schauen, dass du gut isst, ne? Das gute Essen ist eigentlich ja intuitives Essen, ne? Das haben alle verlernt, ne? Wir sind aufgewachsen, wir mussten uns gewissen gesellschaftlichen Pflichten beugen, da gab es gewisse Regeln im Elternhaus, ne? Dann im Kindergarten, in der Schule und so weiter. Ne? Hat man da halt das intuitive Essen so ein bisschen verlernt, das kann man aber alles wieder lernen. Und natürlich auch kommt dann natürlich der Teil noch zu, dass man sagt, okay, man hat einfach erstmal die Säulen Schlaf, Essen und Bewegung als große fundierte Basis. Ne? Wenn diese Sachen schon mal passen, dann können wir weiterarbeiten. Ne? Wenn da irgendwas noch fehlerhaft ist, dann schaut man erstmal, dass man diesen Teil erst einmal optimiert. So, und dann kommt es natürlich noch ganz stark dazu. Du hast das Thema Angst angesprochen. Ne? Angst ist, das wissen wir seitdem der Fachbereich der Psychoneuroimmunologie, ne? Also Psyche, neurologisches System und die immunologische Seite. Diese Sache, das ist ein eigener Forschungsbereich geworden, der noch sehr, sehr jung ist, in den Kinderschuhen steckt. Aber hier sind ganz, ganz viele Sachen aufgekommen,
dass eben unsere Psyche eben sowohl das Nervensystem als auch unser Immunsystem enorm beeinflussen können. Ne? Und das muss man immer auch so ein bisschen im Hinterkopf haben. Deswegen, ich bin immer ein Freund davon, morgens schon mit einem Witz aufzustehen und abends mit einem Witz ins Bett zu gehen. Erstens haben wir einen guten Tagesanfang und einen schönen Ausklang. Ne? Also nach sind da immer so ein bisschen das Problem, wenn man vorm Einschlafen noch sagt, ah, jetzt schauen wir noch Nachrichten an, ne? Oder morgens als erstes in der Früh gleich mal das Handy aufploppen lässt und sagt, hey, na, was ist denn alles heute Nacht in der Welt passiert? Ne? Das ist immer so eine Sache für mich, wo ich sage, das können wir gerne machen beim Frühstück, ne? Aber schaut doch in der Früh erst einmal einen Witz an, ein lustiges Bild. Oder ja, schaut euren Partner mal tief in die Augen und sagt, hey, schön, dass du auch aufgewacht bist. Ich liebe dich, ich mag dich. Ja, du siehst, der andere total zerzaust und zerknuddelt, es ist doch absolut egal, aber man freut sich einfach des Lebens und ist glücklich zu zweit und das ist ein schöner Start in den Tag. Ne? Man sollte sich hier Rituale einbauen ins Leben. Ne? Erstens fördert es die Beziehung, zweitens ist es aber auch ein wichtiger Aspekt, um das Immunsystem zu. Weil ein gut gelaunter Mensch ist meistens auch natürlich resilienter, der hat eine bessere Widerstandskraft. Ne? Das ist einfach so, weil das ist Psychoneuroimmunologie. Ne? Das ist ein Punkt. Wie gesagt, das andere ist die Basis, Ernährung, Bewegung und der dritte Part. Genau, das sind so die Sachen, wo ich, da kann man das Immunsystem fördern und fordern. Fordern ist natürlich immer so ein Aspekt. Wenn ich immer Angst habe, werde ich mich natürlich eher zurückziehen, da werde ich wenig fordern am Immunsystem. Wenn ich aber jetzt weniger mich mal auf die Angst einlasse und sage, naja, jetzt machen wir mal einen schönen Stadtspaziergang und da sind ja doch auch ein paar Leute unterwegs und der eine andere wird vielleicht auch mal husten oder niesen, weil ihm irgendwas in die Nase geflogen ist oder wie auch immer. Oder man trifft sich mit Freunden. Oder nehmen wir wieder das Beispiel Kinder. Wir hatten es bei den Kindern. Deren Immunsystem muss ja auch gefordert werden, damit es wachsen und dazulernen kann. Ne? Das heißt, die müssen auch mal die eine oder andere Erkältung mitmachen und wegstecken. Jeder geht daraus immer gestärkt hervor. Ne? Die Erfahrung bei den Kindern, was ich so in meinem Bekanntenkreis machen durfte, ist, viele haben nach einem Infekt der oberen Atemwege oder irgendwas danach einen enormen Entwicklungssprung gemacht. Ne? Und bei uns Erwachsenen ist das nicht mehr so deutlich, aber auch so ein Infekt, der uns einmal eine Woche flachlegt oder 3 Tage flachlegt, der kann uns ganz schön fordern, ne? Das Immunsystem fordern. Aber wir haben ja einen Körper, der sich gerade mit den Barrieren, mit den Grenzflächen immer und immer wieder regeneriert. Nehmen wir die Haut als Beispiel. Die Haut regeneriert sich innerhalb von Tagen. Das heißt, die Hautschicht, die ganz unten ist, ist erst in 30 Tagen wieder die oberste und wird abgeschilfert. Ne? Das heißt, auch hier haben wir den Aspekt der ständigen Erneuerung. Und dieser Prozess ist ja das Schöne an unserem Körper. Wenn wir ihn fordern, ne, werden wir immer immunkompetenter, sind immer resistenter. Deswegen ist es ja auch zum Beispiel Ärzte oder Kindergärtnerinnen oder Krankenpflegepersonal, die gerade anfangen zu lernen und dann im Krankenhaus die Dienste beginnen, die werden die erste Zeit sehr, sehr viel krank sein, weil das Immunsystem mit diesen ganzen Erregern und Keimen, die ja in ihrem neuen Habitat der Arbeitswelt jetzt da sind, da muss das Immunsystem erstmal lernen und sagen, Heiland, zack, was muss ich denn da alles? Da brauche ich jetzt die Zellen, die Zellen, die Zellen, die Zellen, die humorale Abwehr. Ne? Und erst wenn das einmal so weit gestärkt ist, dann sind die wirklich für einen Dauereinsatz bereit. Ne? Und das muss man diesen Leuten auch zugutehalten. Da muss man nicht nur sie loben, sondern man muss auch sagen, hey, die haben diesen ganzen Weg auf sich genommen. Das ist ein gutes Stück Arbeit gewesen. Die mussten durch viele Krankheiten, durch viele kleine Infekte, größere Infekte auch durchgehen, damit die so robust werden und eben diese Arbeit leisten können. Also, du hast ja vorhin schön gesagt, mit dem Witz, das gefällt mir. Das ist also, es das heißt ja auch, na, Lachen ist die beste Medizin. Und was du da beschreibst, eben, das hört sich ja, da sind wir wieder, oder hört sich so an, da sind wir wieder bei dem, was ich gesagt habe, mit der Interaktion. Das heißt, ich bin immer ein Freund von
Denken in Prinzipien, also das, was ich in einem Teilbereich des Lebens tue, kann ich ja dann auch auf einen anderen übertragen. Also dasselbe ist ja, wenn ich in Sport ein Training mache, also das Immunsystem muss auch, fachlich nicht der korrekte Begriff, aber es muss wachsen. Wenn ich sage, ich wachse ja auch als Gesamtorganismus oder als Wesen Mensch an meinen Herausforderungen, und jeder Infekt, den ich nicht kenne, ist ja erstmal eine Herausforderung an mein Immunsystem, das mich aber auch testet, bin ich dem denn gewachsen? Und nur weil ich erstmal, wie du sagst, mal eine Woche oder zwei oder vielleicht auch mal drei mit einer schönen Grippe flach liege, heißt es ja nicht, dass ich jetzt am Leben versage. Und ich sage mal auch, so schnell stirbt sich's nicht. Und das heißt ja auch, was mich nicht unbedingt macht, mich stärker, dass ich diese Dinge schon brauche, um eben zu sehen, wie ist das auch mal, das durchgemacht zu haben, das zu erleben und es vielleicht auch, du hast die Resilienz angesprochen, es zu nutzen und zu sagen, vielleicht, und die Psychoneuroimmunologie, vielleicht ist es auch der innere Dialog mit mir selber, der mich zwingt zu sagen, hey, jetzt bist du mal 3 Wochen, entziehst du dich mal zwanghaft durch die Krankheit, zwangshalber, nicht zwanghaft, von deinen Interaktionen der Umwelt und guckst mal nach innen und schaust, ist das alles so geordnet in deinem Leben, wie du willst? Und ich musste vorhin schmunzeln, als du gesagt hast, dass du tief mal dem Partner in die Augen schauen und sagen, hey, ich liebe dich. Oder eben, hey, ich lass mich scheiden. Denn wenn ich sage, aus einer toxischen Beziehung muss ich vielleicht auch ausbrechen können. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Aber mir hat es sehr schön gefallen, wie du das umschrieben hast und eben gesagt hast, ja, es ist immer eine individuelle Geschichte. Das heißt, wir haben hier immer den kurativen Ansatz versus dem präventiven oder halt kurativ/rehabilitativ. Das heißt, nehmen wir mal als Beispiel eben jetzt, wenn die Leute wissen, ah, jetzt ist wieder Grippesaison, da wird natürlich sich auch drauf programmiert. Du hast natürlich auch eben das Psychologische angesprochen, wenn ich die Nachrichten anschaue oder die Werbung. Im Winter kann ich eben sicher sein, es wird wieder hier, ich nenne mal keine Namen, aber da wird wieder dieses Produkt XYZ beworben gegen Triefnase und Vitamin C und bla 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 und schlag mich tot. Was wäre denn aus deiner Sicht trotzdem allgemein gesprochen? Du hast es schon gesagt, also je breiter die Basis, desto besser. Was wären denn zwei grundlegende Dinge, wenn du sagst, okay, wir sprechen jetzt wieder, wir haben jetzt bald wieder Winter. Die Leute sagen, ah, da wird man einfach krank. Ich weiß, das ist auch so eine Autosuggestion. Was wären aus deiner Sicht denn die zwei besten Tipps aus deiner Sicht, um eben diese Sache vorzubeugen? Ja, also du musst jetzt nicht speziell sagen, so und so viel Gramm Vitamin C oder Zink oder irgendwas, aber was wären denn grundlegende Dinge, vom Lachen mal abgesehen, die du empfehlen kannst oder würdest für die Grippesaison als Vorbeugung? Also, es ist schwierig, das Ganze auf zwei zu reduzieren, Können auch drei oder vier aber sein. ich habe, wenn ich jetzt mal, nehmen wir mal zwei Ja. raus. Das Wichtigste in meinen Augen ist es schon mal, dass wir unterschreiben auch die Alten in der Medizin, sei es ein Hippokrates, sei es ein Hahnemann, sei es ein, also wenn man so medizinhistorisch sich so ein bisschen beliest, ne, also auch die Alten schreiben das bereits, sagt, Leute, ihr braucht einen gut gelüfteten Raum, ne, nicht stickig. Das heißt, gerade in der Winterzeit, wo wir viel drin sitzen, jeder ist warm eingepackt draußen, es ist ja bibberlich kalt, ne? Also man sagt, Leute, ihr müsst einfach auch regelmäßig durchlüften. Gut, in der heutigen Zeit macht man das auch immer mal wieder, aber es schadet einfach nicht, morgens schon mal das Fenster aufzumachen nach dem Schlafen und zu sagen, so, bevor ich erstmal ins Bad gehe, ich nehme drei, vier Atemzüge ein und danach gehe ich ins warme Bad, wärme mich wieder auf. Vielleicht komme ich aus dem warmen Bett raus, reiß Fenster auf. Das ist meine Morgenroutine. Ich stehe auf, reiß Fenster auf. Das erste, was ich mache, ich stelle mich hin und gebe erstmal richtig Luft rein in meine Atemwege. Ne? Wir sollen ja bei geschlossenen Räumen schlafen, nicht zu warm natürlich, aber bei geschlossenen Fenstern im geschlossenen Raum schlafen. Deswegen haben wir ja auch die moderne zivilisierte Welt. Und das ermöglicht uns, dass erstmal das System auftanken kann. Es kann wach werden, es wird aktiviert, ne? Dieser Sauerstoffboost, der da kommt, der ist schon mal sehr, sehr gut.
Und das Zweite, was ich empfehle, ich hatte vorher heute ja die Barrieren ganz groß angesprochen. Und wann funktioniert eine Barriere gut? Eine Barriere funktioniert gut, wenn sie mit Flüssigkeit quasi versorgt ist. Ne? Das heißt, Flüssigkeit ist in meinem Bedeuten, wenn ich Wasser trinke, ne? Also wirklich Wasser, das kann aber auch Tee sein von mir aus, ne? Wenn besser schmeckt. Kann auch ins Wasser, wenn man Saftschorle macht, ne? 90 zu 10, ne? Also 90 Wasser, 10 Saft, nicht andersrum, ne? 90 Wasser, 10 Saft, ne? Das andere kenne ich, ne? Aber wirklich Großteil Wasser, man kann auch 20% Saft reintun, ne? Aber das Wasser ermöglicht, dass das Blut, der Körper eben gut durchblutet ist und dass die ganzen Nährstoffe eben und auch das Immunsystem, ne, sowohl die zellulären Bestandteile als auch die flüssigen Bestandteile, weil die werden durchs Blut auch transportiert, dass die im Blut eben gut gelöst sind, dass da gutes Transportmedium da ist, ne, dass das alles sich schön verteilen kann, ne. Das sind wichtige Sachen. Das sind zwei wichtige Dinge, wo ich sage, das kann jeder umsetzen, ne. Tief durchatmen hat noch keinen geschadet in der heutigen Zeit, ne, oder auch in der früheren Zeit, vor allem wenn man an frischer Luft ist, ne. Das heißt, Fenster aufreißen, tief durchatmen. Das heißt jetzt nicht, dass ich, wenn ich draußen bin und ich stehe gerade hinter dem LKW an der Ampel, mal tief einschnaufen sollte, wenn der losfährt. Das ist zu ungünstig. Es ist auch eine frische Luft, ne? Aber die wird halt gerade durch ein bisschen was anderes verunreinigt. Das braucht man nicht. Deswegen, wie gesagt, morgens einfach mal gut durchatmen, untertags auch immer mal wieder dran denken. Die Lunge ein Potenzial hat, das wir 90% am Tag nicht nutzen, sondern eher reduziert ist, nur maximal 500 Milliliter beträgt, ne, was wir da so ein- und ausatmen, wenn wir flach atmen. Und wir können das aber auf 6 Liter steigern, wenn wir mal tief einatmen und tief ausatmen. Das ist ein ganz so wichtiger Aspekt in der heutigen Zeit, weil dadurch ist natürlich die Sauerstoffversorgung besser. Alle Stoffe und alle Vorgänge im Körper laufen mit Sauerstoff immer besser ab. Ne? Da brauchen wir gar nicht reden. Atmen ist einfach unser wichtigster Bestandteil. Und deswegen würde ich sagen, tief einatmen. Und genug trinken, ne, dass man auch wirklich seine 1,5, 2 Liter, ich sage jetzt mal einfach diese Menge, dass man sich vorstellen kann, was ist das überhaupt, ne? Wenn ich Sport mache, trinke ich eh mehr, ne? Das ist, du kennst es selber, wenn ich natürlich noch 1 Liter rausschwitze, dann muss ich natürlich statt 1,5, 2,5 bis 3 Liter trinken, um wieder auf Balance zu kommen, ne? Die Balance ist das Wichtigste eben, ne? Und natürlich, wenn ich 90% in einem stickigen Büro sitze, dann muss ich natürlich zwischendurch mal schauen, dass ich rauskomme. Und bevor ich die Zigarette anzünde, mal tief durchatme. Ne? Jeder kann rauchen, ne? Solange sie wenigstens davor mal tief durchatmen. Ne? Weil das würde die Sauerstoffsättigung ein bisschen in die Höhe treiben. Ne? Also, wie gesagt, jeder darf so leben, wie er möchte. Aber zwei Sachen, tief einatmen, genug trinken, auch in der Erkältungszeit, sind einmal eine Sache, wo man für jeden erschwinglich machen kann. Da braucht man noch nicht einmal Vitamine kaufen oder sonst irgendwas. Ja, ich liebe ja das, wenn man dieses betont, diese, ich sehe, die Leute denken mal, dass das einfache Dinge sind. Also wenn man jetzt über das Thema Immunsystem sprechen, da klickt, sagen wir mal, auch bei der Biohacker-Fraktion gleich sofort dann, ah, ich muss da irgendwas ganz Spezielles nehmen, Methylene Blue oder was, nur als Beispiel jetzt. Ja, aber es, wir sprechen von der Basis und wenn die, wir hatten, du hattest vorhin angesprochen, wenn die Basis nicht stimmt, dann müssen wir eben umso mehr kurativ arbeiten dann. Aber ich kann vieles Kurative vielleicht umgehen. Sicher nicht alles, aber wenn ich eine schöne Prävention betreibe. Das heißt, und das sind eben diese Dinge, genug Flüssigkeit, du hast das angesprochen, hast du auch angesprochen, dass das natürlich vom Aktivitätsindex abhängig ist und natürlich die Luft. Und du hattest das mit dem Warmen und Kalten schon angesprochen, deswegen frage ich einfach mal nach, was hältst du von diesem thermischen Gegebenheiten, also den Einfluss von Wärme und Kälte auf das Immunsystem. Wir kennen das ja schon zum Beispiel von Kneipp, der ja damals schon gesagt hat, okay, der hat jetzt nicht kalt geduscht wie ein Wim Hof, aber das sind ja alles Dinge, die im Grunde nicht neu sind. Also diese Kälte- und Wärmetherapie ist ja Jahrtausende alt, wenn ich sage, ich nehme mal eine kalte Dusche. Also es muss ja nicht gleich sofort wieder sein, dass ich Eisbad mache bei 0 Grad, sondern dass ich sage, ich gehe in die warme Dusche und dann brause ich mir mal 10 Sekunden ab oder irgend sowas. Also einfach so, dass die Leute lernen, sie können viel tun, wenn sie es regelmäßig machen, wie du gesagt hast, sich diese Gewohnheiten anordnen. Mal, ich meine, wir leben heutzutage in vielen Häusern, in denen dieser Sauerstoffaustausch ja auch nicht mehr so gegeben ist. Deswegen ist es umso wichtiger, wie du gesagt hast, gleich mal beginnen mit einer Mini-Routine,
ordentlich Sauerstoff ins System bringen, ordentlich Flüssigkeit ins System bringen. Denn sicher erlebst du das auch immer wieder, dass die Patienten irgendwas sich beklagen und aber du danach fragst, und wenn ich einen halben Liter Wasser am Tag trinke und eben wie du sagst, nur flach atmen, die Lungenspitzen rein, was, ja, woher soll es dann kommen? Ich meine, dann wird auch das Vitamin C oder irgendwas anderes das nicht bringen. Ne? Und wenn ich mich nur von Kippen und Kaffee ernähre, habe ich auch ein Problem. Ich meine, die Dosis macht das Gift. Aber was hältst du noch weiter von diesen, sagen wir mal, einfachen Dingen, wenn ich eben sage, okay, ich mache mal eine kalte Dusche oder ich gehe in die Sauna oder ich bewege mich. Ich meine, jeder hat andere Affinitäten. Ich muss ja nicht immer Kraftsport betreiben. Ich kann ja auch erstmal draußen spazieren. Aber wie siehst du das als Ergänzung zu den von dir bereits genannten, ich sag mal, einfachen Sachen? Weil du das Thema Hitze ansprichst, ich muss jetzt meinen Pulli ausziehen, weil mir wird zu warm. Deswegen, Thema Hitze ist ja, Hitze, Kälte ist ein ganz wichtiger Aspekt in meinen Augen. Und zwar, ich habe ja gesagt, wir müssen uns fördern und fordern. Fordern ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ich muss natürlich auch meinen Körper fordern. Und wie fordere ich ihn besser, als dass ich mal sage, morgens bei minus 3 Grad draußen, ich reiße das Fenster auf und nehme einfach mal einen tiefen Atemzug, auch wenn die Luft kalt ist. Ne? Das ist im Endeffekt eine kalte Frischluftdusche. Ne? Ich muss ja nicht gleich mit kaltem Wasser abduschen morgens oder abends. Natürlich ist das eine schöne Ergänzung, wenn ich zusätzlich noch nach einem warmen Brausebad sage, so, jetzt gehe ich ja mal auf lauwarm am Anfang und später vielleicht auf ein bisschen kälter. Das kann man ja individuell auch steigern wieder. Ich bringe dem Kreislauf die Möglichkeit zu sagen, okay, bei Wärme werden die Gefäße weit, bei Kälte ziehen sie sich zusammen und danach werden sie wieder weit. Ne? Also viele denken ja, wenn ich kalt abdusche, danach friert mich. Ja, aber nur kurze Zeit, weil die Gefäße danach richtig aufmachen und die Durchblutung einfach besser wird, ne? Weil die Haut hat einen Reiz bekommen. Ne? Und ich denke, gerade weil du Sauna, Kälte, kalt abduschen, das alles angesprochen hast oder auch den Herrn Kneipp früher mit seinen Kneippkuren, ist ein wertvolles Tool. Es hat jeder zu Hause, jeder kann die Beine mal kalt abduschen, mit dem Wasserschlauch kalt drüber gehen. Oder man kann sich, auch wenn die Möglichkeit besteht, dass man mal sagt, hey, einmal im Jahr, einmal im halben Jahr gönne ich mir ein Saunaticket. Ich gehe in die Sauna und ermögliche es meinem Körper, da mal so richtig zu schwitzen, Wärme aufzunehmen, nach wieder kalt abzuduschen. Das ist ein enormes Training fürs Immunsystem, für unseren Körper. Und das ist sehr, sehr wertvoll in meinen Augen, den wir auch nutzen sollten. Genauso wie auf Dusche einatmen, ne? Genauso wie eine gute Ernährung, genauso wie ausreichend Trinkmenge, genauso wie ausreichend Bewegung, ne? Aber wie gesagt, es gibt verschiedene Typen. Und jeden Typen muss man speziell auf seine Wünsche dementsprechend auch, sage ich mal, beraten. Weil es bringt nichts, wenn ich zu dir sage, lieber, ne, jeden Tag, wirklich jeden Tag eine Stunde spazieren gehen. Das dürfte für einen Bären so ziemlich das Langweiligste sein, außer er ist im Wald unterwegs und hat nebenbei Waldbaden. Das ist halt genauso, wenn ich erinnere mich an einen Oberarzt hier aus der Klinik, der ist Rennradfahrer und der liebt das, genauso wie ein Arzt hier aus der Klinik. Die lieben beide Rennradfahren. Wenn ich zu dem sage, jeden Tag eine Stunde spazieren gehen, sagen die, ich fahre doch jeden Tag eine Stunde Rennrad. Ja, dann sagt, ja, der Herr Geier hat irgendwie Tomaten auf den Augen oder nichts auf dem Kasten. So, man muss das halt schon ein bisschen individuell planen. Man muss rausfinden, was hat derjenige für Vorlieben. Bernd ist es Kraftsport, ich bin in der Kung-Fu-Ebene zu Hause, ne, in der Kampfkunst. Das ist mein Ding, das macht mir Spaß, genauso wie Beweglichkeit und Yoga. Das sind so die Dinge, mache. Und das kann man halt alles in eine schöne Routine mit einbauen. Ne? Man kann öfter mal sagen, hey, keine Ahnung, ich stelle das Auto nicht direkt vor die Haustür, sondern ich versuche, keine Ahnung, einen Block weiter zu parken. Ne? Das heißt, in der Früh habe ich schon mal 5 Minuten Bewegung und Frischluft. Ne? Das sind so kleine Tricks, mit denen man arbeiten kann, die ich auch den Patienten dann beibringe, wo ich sage, schau mal her, mach mal das, ne? Park einfach mal, wenn du jetzt nicht ein Haus hast mit einer Garage, oder du fährst ja auch in die Arbeit, nicht
ganz vorne beim Eingang, sondern packst halt auf dem Parkdeck ganz oben und nimmst die Treppe nach unten und abends gehst die Treppe nach hoch, weil die drei Kinder, die daheim warten, die musst du ja dann auch irgendwie abends bespaßen, da kannst du dann nicht noch 2 Stunden laufen gehen. Na, man muss auch immer schauen, was für Lebenssituationen hat der Mensch, wie muss man das Ganze ein bisschen modifizieren, anpassen. Es sind ganz wichtige Sachen, die man hier so ein bisschen in meinen Augen auch berücksichtigen muss. Also das ist ja immer wieder beim Thema der Adaption, die du angesprochen hast. Das heißt eben, du hast ein Beispiel genannt, der Rennradfahrer, der RCD Rennradfahren, dass ich natürlich auch sage, okay, da suche ich natürlich nach immer etwas, was ich mehr tun kann. Und ich muss es natürlich auch sag ich mal, meinem Leistungsniveau anpassen. Ne? Also jemand, der noch nie Kniebeugen gemacht hat, kann nicht sagen, du machst jetzt mit 300 Kilo Kniebeugen, dann macht er vielleicht eine halbe Wiederholung und dann war es das für immer. Aber mir gefällt diese Sache, dass man eben sagt, ich nenne das immer Salamischeibentaktik, dass man halt sagt, okay, pass auf, du, wenn es jetzt 40 Kilo Übergewicht hast, dann beginnst du eben mal mit Spazieren und das machst du halt aber mal jeden Tag. Und wenn es nur 10 Minuten sind und dann kannst du eine Stunde Training irgendwann einbringen, wenn du das regelmäßig gemacht hast. Aber diese Dinge, man kommt, also korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber ja, man kommt um diese Dinge einfach nicht rum, die ein Mensch einfach braucht. Genug Licht, genug Luft, genug Wärme, Flüssigkeit, und eben eine Ernährung, ohne dass wir jetzt spezieller darauf eingehen, was das für den Einzelnen ist, die eben, ich sage mal, genug Makro- und auch Mikronährstoffe, also auf Mineralienebene dann auch bietet, dass ich eben Elektrolyte habe neben dem Wasser, das ja nur ein Halbleiter ist. Aber wenn das eben alles nicht passt, brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Also ich sage mal, wenn ich ein Auto mit 50 PS habe und drei Zylindern, dann brauche ich nicht drüber nachdenken, ob ich da jetzt noch drei Turbolader drauf baue und ein neues Getriebe, weil die Grundvoraussetzungen einfach viel zu schwach sind, als dass sie diese Leistungssteigerung tolerieren könnten, ja. Sehr schön. Dann lass uns doch vielleicht mal drüber sprechen. Das waren jetzt alles grundlegende, wichtige Dinge. Und ich finde, man kann das auch nicht oft genug hören, weil die Leute, wie gesagt, die hungern immer nach dem neuesten Gadget, nach dem neuesten Ding. Das ist alles schön und das ist alles wertvoll und sicherlich auch hilfreich. Aber wenn die Basis nicht stimmt, dann braucht ihr nicht eben nach diesen speziellen Dingen suchen. Denn die können sich ja da ihr Potenzial gar nicht entfalten. Also meine Frage an dich, Christoph Wienen, was sind denn Dinge, kannst du auch gerne mehr als zwei Dinge nennen, aus deiner Sicht, die absolut konträre sind zur Gesundheit des Immunsystems? Also was ist denn absolut desaströs aus deiner Sicht? Was sind die schlimmsten Dinge, die ich denn an meinem Immunsystem eigentlich antun könnte oder kann? Die schlimmsten Dinge, die man seinem Immunsystem antun kann, sind auch tatsächlich die schlimmsten Dinge, die man seinem Körper antun kann. Ne? Das kann man gar nicht trennen voneinander, weil wenn ich natürlich mich ausschließlich, sage ich jetzt mal, von Würfelzucker ernähre, ne? Und Zuckerstückchen, Würfelzucker ja. Wasser trinke, dementsprechend. Ja, genau. Also quasi, ich mache alles nur über Würfelzucker und auch Würfelzuckerwasser. Ne? Und das trinke ich quasi 24/7. Ne? Dann ist es natürlich das, was unser Immunsystem, ja, oder auch unseren ganzen Körper einfach nicht gut tut, ne? Weil wir darauf nicht ausgelegt sind, diese Masse an Energie zu verarbeiten. Ne? Das heißt, wenn wir einen zu viel an Energiezufuhr haben und wir verbrauchen diese aber Energiezufuhr gar nicht in dieser Menge, in dieser Masse, dann muss man darüber nachdenken, wie kann ich diese Dysbalance, die hier entsteht, wie kann ich das verändern? Ne? Und da gibt es verschiedene Mechanismen, auf die möchte ich jetzt gar nicht näher eingehen, nur als kurzes Beispiel. Für die einen ist es eine Diät, für die anderen ist es mehr Bewegung. Ja, es sind jetzt zwei Extreme, ne? Dass man sagt, okay, der eine isst weniger, kommt damit gut klar, der andere bewegt sich einfach mehr und darf aber die gleiche Menge weiterhin essen, die er sonst auch zu sich genommen hat. Ne? Aber wie gesagt, sehr individuell auch beraten. Das ist somit das Schlechteste, wenn man sich quasi nur aus Zucker hier ernährt. Ne? Und was natürlich dazu kommt, weil das eines der Dinge ist, die ich für relevant halte im Leben, ist, wenn ich in einer Wohnung wohne und vermeide das Fenster aufzumachen, ne? Weil ich ein Frischluftmuffel bin und in einem Neubau wohne, der gut isoliert ist, wo auch wenig Diffusion durch die Wände stattfindet, dann ist es natürlich auch ein Problem, dass ich hier eben, ja, sag ich einmal,
die Möglichkeit habe ich hier zur Frischluft zu kommen. Ja, genau. Also das sind ja dann Dinge, die du ansprichst, die ja aber letztlich ein Problem dieser modernen, sage ich mal, Wohlstandsverwahrlosung sind, dass ich einfach, also jetzt mal ganz plakativ und salopp erklärt, dass ich sage, dadurch, dass es solche Probleme können ja nur existieren. Du hast beschrieben eben den Zuckerkonsum jetzt oder den Übermaß an Energie. Also sicher ist Zucker der größte Feind Nummer eins, aber es ist auch, dass dieses Überangebot, dass ich überhaupt in einer Gesellschaft existieren kann, die mir ermöglicht, sage ich mal, so extrem fett oder adipös sogar zu werden und trotzdem zu überleben. Das ist ja das Ergebnis einer modernen Gesellschaft. Denn ich sage mal, in einem indigenen Stamm, in dem ich mich bewegen muss, um Nahrung zu finden oder Ackerbau zu betreiben, wenn ich dann das mache, wäre das ja gar nicht möglich, weil ich ja einfach auch mehr Energie verbrauchen muss, um überhaupt zu überleben, ne, um meinen Alltag zu gestalten. Und sicher gehen wir da konform, dass es aber nicht nur einfach diese einfache Einnahmenüberschussrechnung ist, sondern dass es schon auch davon abhängig, was ich natürlich als Energieträger in den Körper pumpe. Du hast eben den Zucker angesprochen, der nicht nur einfach ein zu viel an Energie ist, sondern halt auch Energie, die mit der Körper ja, ich sag mal so, ich benutze immer das metaphorische Beispiel der Autos. Also, wenn ich einen Diesel habe, einen modernen TDI, dann kann ich da sicherlich Rapsöl reinfüllen, der wird auch fahren, aber ob er besonders gut fährt und ob das dann diesem Hightech-Motor eben wirklich gut tut, ja, oder mittel- bis langfristig ihn nicht zerstören wird, ist eben die andere Frage. Und so sehe ich das beim System Mensch, der jetzt nun mal aber keine Maschine, sondern halt ein Flug. Organismus ist der dynamischen Auf- und Abbauprozessen auch noch unterliegt, also weitaus komplexer als eine Maschine ist, ist das eben ein Problem. Ja? Also, und du sagst eben hier auch, individuell beraten ist immer die Nummer eins, aber grundsätzlich sind wir da sicher auf einer Linie, wenn wir sagen, es ist einfach da sind wir wieder bei der Interaktion. Wenn ich also in meiner sprichwörtlichen Blase, in meiner Komfortzone lebe und mich nie fordere, indem ich sage, heute laufe ich mal einen Kilometer mehr oder heute drücke ich mal 10 Kilo mehr oder ich fahre mal mit dem Rennradl 10 Kilometer. Es muss ja nicht immer so extrem sein, aber einfach immer ein bisschen mehr mache oder ich dusche doch mal kalt oder ich atme, gehe trotzdem mal draußen spazieren, auch wenn es regnet und schneit. Dann werde ich letztlich immer schlechter in dem, was ich tue, oder? Richtig, es ist ganz genau, auf das ich hinaus wollte. Ich wollte es möglichst einfach halten, weil, wie gesagt, wir könnten jetzt natürlich in die philosophischen Tiefen einsteigen, was das Ganze ist, was alles schlecht ist, was alles No-Gos sind, die man in der Lebensführung möglichst vermeiden sollte. Ich sage nur eins, das waren mal zwei Beispiele herausgegriffen, einfach weil es auch zu den positiven Sachen passt, ne, und auch Sachen sind, die man relativ einfach umsetzen kann. Und das sollten wir den Leuten beibringen und den Leuten mit an die Hand geben. Du hast es schon so schön gesagt, die 50-2-Regel, ne? Denken in Prinzipien. Das heißt, wenn ich den Menschen etwas an die Hand geben kann, was sie zu 90% oder eigentlich schon fast zu 98, 95 bis 98% des Jahres umsetzen können, ne? Weil es ihnen leicht fällt, leicht von der Hand geht, dann ist natürlich eine kleine Steigerung oder ein etwas mehr pro Tag oder pro Monat viel, viel leichter zu erreichen für jemanden, als wie wenn ich eine radikale Umstellung forcieren muss mit demjenigen oder derjenigen Patientin. Und das ist eben dieses Geben, Nehmen. Ich rede jetzt hier nicht von schwierigen Erkrankungen. Ich rede hier von genau diesen Prinzipien, ne? Also da müssen wir schon ein bisschen drauf achten, dass man ja diese Balance findet. Also würdest du auch sagen, dass die meisten Patienten oder Menschen grundsätzlich vielleicht unterschätzen, was sie mittel- bis langfristig durch augenscheinlich kleine Anpassungen erreichen können, aber überschätzen vielleicht, was sie durch kurzfristige Mechanismen erreichen können? Ja, Okay. Und definitiv.
Also Ja. die kleinen Dinge, die man erreicht, Langfristigkeit ist wesentlich besser, schnell was umstelle, ne, und versuche, das radikal zu machen. Das kann bei manchen Dingen funktionieren, das kann bei sehr disziplinierten Leuten funktionieren, aber die haben ihre Disziplin woanders erworben, haben die jahrelang trainiert, da kann das wirklich funktionieren. Aber für den normalen, brutto-normalen Menschen, der jetzt nicht, keine Ahnung, eh schon seit Disziplin ständig lebt und seine gewissen Tagesabläufe hat, für den ist es wahnsinnig schwierig, das zu machen. Ja, und ich denke, wer dieses Benehmen pflegt, der kommt auch gar nicht jetzt erstmal in diese, ich sag mal, Krankheitsfalle, nenne ich es einfach mal. Und an diesen alten Sprüchen ist schon was dran, der rastet, der rostet. Jetzt, haben wir Richtig. doch eine ganze Sendung draus gemacht. Jetzt würde ich sagen, wenn jetzt die Leute sagen, ey, Mensch, der Christoph, der ist sympathisch, ich suche nach Hilfe, ja, und weiß aber noch nicht, also ich habe schon den Schritt getan, brauche jetzt nicht einen Motivator, sondern wirklich jemand, der fachmännisch da medizinisch mich beraten kann. In diesen Dingen, die wir angesprochen haben, mehr Energie, aber wirklich dann auch schulmedizinisch, mit aber Blick über den Tellerrand weit hinaus. Wie kann man dich kontaktieren? Wo findet man dich? Oder kannst du uns da schon etwas nennen? Gibt es da schon eine Anlaufstelle, wo Leute dich, ja, sag ich mal, mit dir Kontakt aufnehmen können? Ja, ich habe eine Homepage, die lautet www.praxis-geier.de. Relativ einfach zu merken. Die ist allerdings gerade erst im Aufbau, Schrägstrich Umbau, ne? Das wird noch etwas dauern, bis ihr da alles genau findet. Ihr könnt mir aber jederzeit eine E-Mail schreiben bei Interesse. Ich habe eine Terminpraxis. Wir würden dann einen Termin vereinbaren in meiner Praxis. Die ist in Anzing, bei München unten, im Osten von München, direkt an der A94. Dort können wir uns dann gerne auch persönlich treffen, wenn ihr gerade hier im medizinischen Bereich euch irgendwie verändern wollt. Wenn es Richtung, sage ich jetzt mal, reines Biohacking oder Coaching in die Richtung geht, wie entwickle ich mich im Leben, können wir auch gerne einen Online-Termin machen, über eine Zoom- oder Skype-Sitzung hier schauen. Wer bist du? Was möchtest du erreichen? Was für einen Plan kann man aufstellen? Ich bin auch im Aufbau einfach von der Community. Ich möchte hier einfach mit Leuten zusammenarbeiten, die fit, gesund und fit durchs Leben gehen möchten, ne? Die das auch erreichen möchten. Hier wirklich mit stolzer Brust, aufrecht, mit 80, 90 Jahren noch dazustehen und zu sagen, hey, meine 90 Jahre waren echt der Hammer und das hat richtig, richtig Spaß gemacht und ich freue mich noch auf die 25, die kommen. Ja, super. Ja, dann, Christoph, bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir natürlich auch die Zeit genommen hast, ja, mit uns zu sprechen. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, Zuschauern, je nachdem, welchen Medium ihr das jetzt konsumiert. Unsere Informationen, die euch hoffentlich in eine bessere neue Information oder Formation bringen. Ich sage immer vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund, ich wünsche euch eine energiereiche Zeit und bis bald. Ciao. So, gut, cool, dann machen wir mal.